Da sind nicht nur die Ladestationen gebaut worden, da ist auch ein Trafo neu hingesetzt worden, da ist alles gemacht worden für fast 75.000 Euro und geladen wurde bisher da nie. Kein Mensch lädt da, weil da gibt es überhaupt keinen Sinn, sich da hinzustellen und zu laden. Okay, bevor ich jetzt rübergehe zu unserem Treffen, hier wollte ich euch nochmal kurz die Lademöglichkeiten an den Stadtwerken Wittenberg zeigen, und zwar hier in der Lukas-Cranach-Straße. Und zwar steht hier eine EV-Link-Ladestation zur Verfügung, die man freischalten kann ohne Karte, 2x22 kW, ganz klasse gemacht, funktioniert auch hervorragend, habe ich schon mehrfach ausprobiert. Und dann gibt es hier auch noch unter anderem zwei CEE-Anschlüsse, einmal CEE16, einmal CEE32, sprich einmal hier 11 kW, hier maximal 22 kW. Da braucht ihr dann allerdings auch wieder zum Beispiel hier sowas wie den Go-E-Charger oder was ähnliches, um dann euer Fahrzeug entsprechend dann auf Typ 2 laden zu können. Und heute für die Veranstaltung, die wir hier haben, hat ja auch ist hier auch noch eine weitere mobile Ladestation hingebaut worden von NextMove, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Ladestationen gibt es hier in Wittenberg mehr als genug. Vielen Dank dafür schon mal an die Stadtwerke. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall mal auf den Weg rüber zur Jugendherberge in der Altstadt Wittenberg, da wo wir uns treffen und wo es dann auch weitergeht. Wenn ich so die Diskussion heute hier verfolge, die ich übrigens total interessant finde, dann fällt eigentlich immer wieder auf, dass wir unterhalten uns eigentlich gar nicht mehr über die Autos. Ja, also die Autos laufen. Also ob es jetzt ein Tesla ist oder ob es ein Ion ist oder ob es eine Zoe ist oder was weiß ich. Wir haben es heute mehrfach gehört. Ja, ich bin mit der Zoe hergefahren, kein Problem. Paar hundert Kilometer, kein Thema. Sondern wir unterhalten uns eigentlich die ganze Zeit über die Ladeinfrastruktur. Das ist das Thema, was von Anfang an uns, glaube ich, allen irgendwie auf der Seele brennt. Auch wenn vielleicht viele von euch eigentlich sagen, ich habe eigentlich gar kein Problem. Ich lade eigentlich immer zu Hause. Kann auch eigentlich immer zu Hause laden, muss eigentlich nie irgendwo anders laden. So ist aber das Thema Ladeinfrastruktur sofort ein Thema, wenn man irgendwie sich so ein bisschen aus dem Dunstkreis hinaus bewegt, wenn man irgendwo mal hinfahren will, ob es jetzt hier nach Wittenberg ist oder sonst wohin. Ich habe es vorhin erzählt. Und dieses Thema Ladeinfrastruktur, das treibt uns irgendwie um. Und damit beschäftigen wir uns ja auch sehr intensiv. Und ich wollte eigentlich ein paar Worte verlieren zum Thema Ladeinfrastruktur im suburbanen Raum. Also ich selber wohne quasi in Steinwurfweite hinter der Berliner Stadtgrenze im Südwesten, in einer ja schon seit vielen Jahren sehr stark wachsenden Umlandgemeinde Kleinmachnow, die sich auch auf das Thema Ladeinfrastruktur jetzt nach vielen Jahren eingelassen hat. Dort haben wir übrigens zusammen 2009 die überhaupt erste kommunale öffentliche Lade Möglichkeit für Elektrofahrzeuge geschaffen. Es war keine Ladestation, es war eine Drehstromkiste. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch. Ich bin auch der Meinung, dass wir vielleicht doch wieder viel stärker dahin zurück müssen. Wenn man sich so die Preis- und Entwicklung und alles anguckt, muss man sich doch stärker wieder überlegen, ob nicht doch vielleicht wieder Thomas Stichwort Bürger für Bürger wieder in dieses Thema stärker einsteigen. Zumindest als Gegengewicht gegen die ja oftmals doch etwas problematische Ladeinfrastruktur, die von Großbetreibern entwickelt werden und die auch vor allem große Probleme haben, die den Service zu machen, zu warten. Ihr kennt bestimmt, jeder kann bestimmt Beispiele nennen von Ladeinfrastruktur, die, wenn sie defekt ist, Wochen oder Monate lang irgendwie nicht in Betrieb ist und auch nicht repariert wird. Henning hat es auch schon ganz häufig angesprochen, nur mal so als Hinweis. In den Bundesförderprogrammen für Ladeinfrastruktur ist der Begriff technische Verfügbarkeit ein Fremdwort. Also eine technische Verfügbarkeit einer Ladestation wird nicht verlangt. Das heißt, die Ladestation kann gebaut werden und muss nicht funktionieren. Ja, die NOW GmbH hat mir gegenüber gesagt, das ist kein Thema. Die Betreiber, die wollen ja, dass die funktionieren. Die wollen ja damit Geld verdienen. Aber wir haben genug Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Anbietern, die diese Ladestation eben einfach mal Wochen oder sogar Monate lang gar nicht oder in so einem Status lassen, wo sie vielleicht funktioniert oder nicht. Wir sind da so ein bisschen leidgeprüft, wenn man so Richtung Ostsee von Berlin will. Da haben wir so einiges hinter uns. Ladeinfrastruktur im suburbanen Raum. Ich mache das jetzt einfach mal so, ohne jetzt hier groß noch was zu zeigen, weil die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Ladeinfrastruktur im suburbanen Raum hat genauso wie Ladeinfrastruktur in der Innenstadt oder Ladeinfrastruktur draußen auf dem Land oder Ladeinfrastruktur entlang von Bundesautobahnen oder was weiß ich was für Straßen, hat ihre ganz eigene Charakteristik. Was braucht man im suburbanen
Gebiet. Also wenn ich mir zum Beispiel Kleinmachnow angucke, als Beispiel für so eine typische Umlandgemeinde, da hat mir der Bürgermeister auch gesagt, wozu sollen wir hier überhaupt irgendeine Ladestation aufbauen? Hier hat jeder ein Eigenfamilienhaus. Und damit hat er natürlich recht. Und es ist auch richtig, was er da sagt. Wobei es gibt auch Einfamilienhäuser, die haben keinen eigenen Stellplatz. Da müsste man also das Ladekabel über den Fußweg ziehen, um zu dem Stellplatz das zu gelangen, der dann auf der Straße ist. Also da konnte ich ihm dann schon mal sagen, selbst ein Einfamilienhausbesitzer hat nicht immer die Möglichkeit, auf seinem privaten Stellplatz zu laden. Und auch wir in Kleinmachnow, was ja nun irgendwie eine der reichsten Gemeinden in ganz Deutschland ist, gibt es jede Menge Mieter und auch viele Wohnungseigentümer, genau wie Volker, die auch irgendwie sagen oder vielleicht das Interesse haben, mal so ein Elektroauto sich anzuschaffen, es vielleicht als Dienstwagen zu bekommen oder vielleicht in Form eines Plug-in-Hybriden auch die Möglichkeit haben zu wollen, das Ding zu Hause mal zu laden. Und dann beginnt eigentlich die ganze Problematik. Also wie konstruiert man Ladeinfrastruktur in so einer Umlandgemeinde, wo so ein hoher Anteil Einfamilienhäuser ist und so ein Anteil von immer noch von Mietern, auch im Mehrgeschossbau? Wie macht man das optimalerweise? Und letztlich das, was wir eigentlich so gelernt haben über viele Jahre und was, glaube ich, auch viele jetzt lernen, nämlich Gemeinden, Wohnungsbaugesellschaften, ist, es gibt keine Lösung von der Stange. Ich nehme mal so ein, zwei Beispiele aus dem Nachbarort von mir, Teltow. Da ist zum Beispiel an einer Stelle ein Ladepark entstanden, wirklich ein Ladepark entstanden aus dem ersten Fördercall. Da sind drei Ladesäulen gebaut worden mit je zweimal 22 kW Ladeanschluss, sprich also da stehen sechsmal 22 kW zur Verfügung. Da sind nicht nur die Ladestationen gebaut worden, da ist auch ein Trafo neu hingesetzt worden, da ist alles gemacht worden für fast 75.000 Euro und geladen wurde bisher da nie. Kein Mensch lädt da, weil da gibt es überhaupt keinen Sinn, sich da hinzustellen und zu laden. Selbst der Fußweg zum nächsten Supermarkt ist ungefähr 10 Minuten entfernt und das ist klar, keiner hat Lust, irgendwie zu Fuß Einkaufstaschen zum Auto zu tragen und während der Zeit zu laden. Gleichzeitig ist aber in unmittelbarer Nähe sind mehrere neue Geschosswohnbauten entstanden mit über 200 Wohnungen, die da entstanden sind. Da gibt es nirgendwo auch nur eine einzige Ladestation direkt in diesem Bereich. Ich habe mal den Geschäftsführer der Firma angesprochen und gesagt, so, wieso bereiten Sie hier nicht für Ihre, in dem einen Ding sind 136 Wohnungen, Ladestationen vor? Ist nicht unser Thema. Klare Aussage, das ist nicht unser Thema. Dann habe ich gesagt, aber Sie versorgen doch die Wohnungen auch mit Wärme. Ist nicht unser Thema. Das heißt, man hat also eine Wahnsinnsinvestition gemacht an einer Stelle, wo sie nicht gebraucht wird und 500 Meter weiter hätte man sie gebraucht und da steht sie nicht. Wie ist das einfach gekommen? Gekommen ist es nicht aus bösem Willen, sondern gekommen ist es meiner Meinung nach aus Unwissenheit und Unverständnis, wo man welche Ladeinfrastruktur braucht. Zweites Beispiel, vielleicht hat der ein oder andere unseren YouTube-Kanal abonniert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wisst ihr, macht es jetzt. Übrigens stand 2173 Abonnenten, also es geht immer weiter. Das ist natürlich hauptsächlich Steves Verdienst, weil er ist ja der Videomeister. Der Applaus ist nur für dich. Ja? Er ist nur für dich. In der Gemeinde, in der ich arbeiten darf, ich bin also neben Elektromobilist auch noch beruflich tätig als Lehrer, ist zum Beispiel an einem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Großbären eine 2x22 kW Ladestation entstanden. Nun könnte man denken, das ist doch super, Park-and-Ride, Ladestation, super. Die funktioniert auch. Geladene Kilowattstunden noch vor eurer Ladeparty, dort waren null auf beiden Seiten. Warum? Was soll ein Pendler, der dort sein Auto abstellt, mit einer 22 kW Ladestation? Der ist mindestens 6 Stunden unterwegs. Vielleicht sogar 8 oder 10 Stunden ist der unterwegs. Der könnte selbst an der Schuko-Steckdose seinen Tesla halb vollladen in der Zeit. Man hat also auch dort einen Netzanschluss gebaut, hat eine Ladestation hingestellt und sie passt dort einfach nicht hin. Man hätte dort also was ganz anderes hinbauen müssen, was man auch skalieren kann. Jetzt kann man sagen, okay, die haben es mal irgendwie versucht. Da muss ich ganz kurz nur noch einhaken. Ja? In den AGBs von E.ON steht auch in der Fair Use Policy eine maximale Nutzung von 3 Stunden drin. Perfekt. Also auch das ist für einen Park-and-Ride-Parkplatz, glaube ich, wisst ihr alle, ja, ist ein bisschen banal, völlig, oder? Völlig unsinnig, weil an diesem Park-and-Ride-Parkplatz gibt es wirklich nichts. Also da fährt man mit dem Auto vielleicht im Umkreis von 20, 25 Kilometern hin, um von dort 10 Minuten nach Berlin reinzufahren. Also an sich ist der Standort super.
Aber was soll da so eine Station? Das heißt also, wenn ihr oder auch wenn wir mit Kommunen oder Bürgermeistern, wem auch immer reden, immer sagen, bitte nicht das Angebot von E.ON oder EMB oder wem auch immer von der Stange nehmen, sondern sich wirklich ganz doll überlegen, was muss da hin? Was braucht der Elektrofahrer da? Bitte? Ja, sprecht mit den Menschen, die diese Fahrzeuge benutzen. Die haben ein bisschen mehr Erfahrung. Ich will den Mitarbeitern im Rathaus und in den Verwaltungen überhaupt gar nicht was Böses, weil ich habe selbst miterlebt bei der Planung bei uns und der Gemeinde. Das ist eine Monsteraufgabe für selbst wirklich engagierte Mitarbeiter, die davon keine Ahnung haben, sich durch all diese ganzen Dinge durchzuarbeiten. Ich habe allerhöchsten Respekt davor. Und ich konnte auch zum Glück bei uns so manche Fehlplanung verhindern. Zum Beispiel wollte unsere Gemeinde Lidl eine Ladestation sponsoren. Da habe ich gesagt, was habt ihr heute früh zum Frühstück getrunken? Lidl finanziert solche Ladestationen mal eben aus der Portokasse. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, also da muss man unheimlich aufpassen, dass an den richtigen Stellen die richtigen Ladestationen entstehen. Abschließend vielleicht nur noch als Hinweis, aber das wird hier letztlich genauso sein. Wir haben es angesprochen, in Brandenburg haben wir das gleiche Problem, in Mecklenburg-Vorpommern natürlich auch. Wir haben immer noch riesige Löcher in der Ladeinfrastruktur und insgesamt ist natürlich der Nordosten Deutschlands immer noch so ein bisschen hinten dran. Anekdote zum Schluss, dann bin ich fertig. Als der dritte Fördercall veröffentlicht wurde, konnte man sehen, wo, da ist Deutschland aufgeteilt worden in Cluster und dann konnte man genau auf so einer Karte sehen, wie viele Ladestationen dürfen in welchem Cluster beantragt werden. Das waren so 40 mal 40 Kilometer Quadrate. Und da ist mir, weil ich sehr, sehr gerne an der Ostsee bin und mich da sehr gerne aushalte und da schon vieles erlebt habe, aufgefallen, huch, in so bestimmten Tourismusregionen, null. Null, 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 null. Und dann habe ich angerufen und gesagt, so, was soll das? Ja, und dann war das ein etwas längeres Telefonat mit der Quintessenz, na, im nächsten Fördercall werden wir dann auch die Tourismusregionen berücksichtigen. So viel zum Thema Destination Charging. Also wie soll man, in den Urlaub kommst du vielleicht noch und wenn du angekommen bist, kriegst du ein Problem. Da will man jetzt also hin. Also sprich, ja, das nur so ein paar Einblicke. Das war es jetzt von meiner Seite. Wenn es noch eine Rückfrage gibt, gerne oder später. Hans? Ja, also gerade gestern hat der Vertreter der Nau GmbH gesagt, dass sie genau das nicht machen, sondern dass sie tatsächlich weiter nach Bedarf, also Fahrzeuge zugelassen, ist der erste Kriterium. Und das zweite, erst dann kommt vielleicht die Überlegung, wo sind Besucherströme. Also das wurde gestern ziemlich anders dargestellt. Okay, dann werde ich da nochmal nachfragen, weil das war nämlich genau die Aussage zum dritten Fördercall. Man hat analysiert, wo sind die Verkehrsströme, wo sind die Zulassungszahlen, hat die Tourismusregion rausgelassen, weil die ja angeblich nur 3 Monate im Jahr genutzt werden. Und da habe ich dann eben das versucht zu erklären, dass das schwachsinnig ist, weil man will ja irgendwie dann dort sich auch bewegen. Und da hatte er mir dann gesagt, im vierten Fördercall wird es geändert. Ich frage nochmal nach. Ich hatte auch mal so ein Gespräch mit der Kurverwaltung in Zingst auf dem DAS und da wurde mir zum Beispiel auch gesagt, ja, das Problem ist, in den Fördercalls wird immer verlangt, dass die Ladestationen, die gefördert werden, 24/7 erreichbar sind. Das ist aber an manchen Tourismusregionen nicht möglich, weil die absichtlich die Parkplätze um 22 Uhr dicht machen, um dort wildes Parken zu vermeiden. Das heißt, die können diese Förderung gar nicht dann so in Anspruch nehmen. Auch das war ein Punkt, der im vierten Fördercall mit Ausnahmebedingungen geändert werden sollte, angeblich. Der steht ja nun kurz vor der Veröffentlichung, der vierte Fördercall. Der soll wohl in diesem Jahr noch kommen. Mal gucken, was dann da tatsächlich drin steht. Und ein interessanter Punkt war auch, dass mir gesagt wurde, dass an manchen Orten einfach wirklich die Netze durch den Zubau an Ferienhäusern und Wohnungen und Hotels so ausgelutscht sind, dass sie sich das nicht leisten können, da noch 3, 4 Schnelllader hinzubauen, weil sonst wirklich das Licht ausgeht. Das kann ich aber nur so wiedergeben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Okay, dann herzlichen Dank und Henning macht weiter.